Hallo, ich bin Günter Krieger. Ich bin Autor vor allem historischer Romane, die in unserer Heimatregion spielen, sprich Düren, Jülich, Aachener Raum. Aber jetzt in diesem Jahr, 2022, sind zwei Bücher von mir erschienen, die wenig mit der Historie zu tun haben. Da wäre als erstes die Satire O Corona, eine heilige Machtkarriere. Da geht es um eine Heilige, nämlich die Corona, die auf die Erde geschickt wird, um festzustellen, warum eine Seuche ihren Namen trägt. Und dann kommt es natürlich zu einigen Verwicklungen. Es ist eine Gesellschaftssatire. Aber heute möchte ich aus einem anderen Buch lesen, und zwar aus einem Buch, das ich mit einem Hundetrainer aus Langerwehe gemacht habe, der unter dem Pseudonym Giuseppe Infantino mein Co-Autor ist und mir seinen Stoff geliefert hat, seine Ideen und seine Erlebnisse. Das Buch heißt, das macht er sonst nie, Geschichten aus dem Alltag eines Hundetrainers. Und ja, ein Hundetrainer, die Hundebesitzer und Hundefreunde werden es wissen, die erleben einiges. Und eines dieser beruflichen Abenteuer, die Giuseppe erlebt hat, möchte ich heute vom Besten geben, und zwar das Kapitel 10, in dem der Giuseppe zu einem Rechtsanwalt bestellt wird, der einen Problemhund hat. Dr. Heisterkamp, ein stadtbekannter Rechtsanwalt, ist nicht gerade der sympathischste Zeitgenosse, aber an seinem guten Ruf als Anwalt hat nie jemand gerüttelt. Nachdem er vor etwa 2 Jahren seine Praxis seinem Sohn überließ und in Rente ging, legte er sich einen Hund zu. Seine Frau war eigentlich dagegen, wie sie mir später verriet, weil sie vor Hunden gewaltigen Respekt hatte. Aber wenn der Herr Gatte einen Hund wollte, dann schaffte er sich eben einen Hund an. Da wurde nicht lange diskutiert. Dr. Heisterkamps Wahl fiel auf einen Appenzeller Sennenhundrüden. In der Literatur wird diese Rasse als gesellig, fröhlich, selbstsicher und verlässlich beschrieben. Das deckt sich weitgehend mit den Erfahrungen, die ich selbst mit den Sennehunden aller Art gemacht habe. Verlässlich war auch Dr. Heisterkamps Hund. Verlässlich streitlustig, nämlich. Es war Dr. Heisterkamps Frau, die mich eines Tages anrief und mir berichtete. Sie sprach leise, als fürchtete sie, ihr Gatte könnte Wind von dem Gespräch bekommen. Aus ihrer Erbitterung machte sie keinen Hehl. Aber ich hatte das Gefühl, ich wäre der erste Mensch, dem diese vermutlich ein ganzes Eheleben lang klein gehaltene Frau ihr Leid klagte. Cicero, so der Name des Hundes, sei als Welpe ja noch süß und verschmust gewesen, doch inzwischen, ein Jahr später, sei ein launenhaftes Ungetüm aus ihm geworden. Das bekämen vor allem Besucher zu spüren, die er anbellte und anfletschte, vor allem, wenn ihr Mann daneben stünde. Es sei ein Wunder, dass er noch niemanden gebissen habe. Überhaupt, das Betragen Ciceros lasse auch sonst zu wünschen übrig. Beim Gassigehen schien es ihm zu missfallen, dass es auch noch andere Hunde auf der Welt gab. Das alles sei ja schon ärgerlich genug, fuhr sie seufzend fort, aber das Ärgerlichste sei, dass ihr Mann nicht das Geringste gegen Ciceros Verhalten unternahm, sondern vielmehr behauptete, er wäre ein schlechter Hund, wenn er jedem Besucher die Hände legte. Können Sie nicht einmal vorbeikommen, Herr Infantino, bat sie mich flehend. Dafür bin ich da, entgegnete ich, aber Ihr Mann muss damit einverstanden sein. Darauf schwieg sie. Er weiß nicht, dass Sie mich anrufen, nicht wahr? Er wäre dagegen, gab sie zu. Dann überreden Sie ihn und rufen Sie mich an, wenn er zugestimmt hat. So verblieben wir. Es ist wie mit einem Eheberater. Wenn einer der beiden Partner keinen Bock hat, macht es wenig Sinn. Aber gleich am nächsten Tag rief Frau Heisterkamp zurück. Er hat ja gesagt, vermeldete sie. Bis heute frage ich mich, wie sie ihren herrischen Mann so schnell überreden konnte. Doch über manche Dinge sollte man nicht spekulieren. Wir vereinbarten einen Termin. Als ich vor der protzigen Villa der Heisterkamps stand, dachte ich daran, dass viele Hundetrainer, vor allem zu Beginn ihrer Laufbahn, von der Hand in den Mund lebten. Mir war es ja seinerzeit nicht anders ergangen.
Was wäre, wenn ich mir in der Schule mehr Mühe gegeben hätte, um hinterher Jura zu studieren und selbst ein erfolgreicher Anwalt zu werden? Dann könnte ich mit meinem Rudel Hunde eines Tages vielleicht auch eine solche Villa beziehen. Natürlich verging dieses Gefühl ganz schnell wieder. Ein Fisch wie ich sollte nicht ans Fliegen denken und ein Vogel wie Dr. Heisterkamp nicht ans Schwimmen. Er hätte einen Fachmann konsultieren sollen, bevor er sich einen Hund zulegte, der für Anfänger nicht unbedingt geeignet war. Was half ihm da die glänzende Juristenlaufbahn, die hinter ihm lag? Es war Dr. Heisterkamp selbst, der mir öffnete. Er trug Anzug und Krawatte. Ich vermutete, dass er allenfalls im Bett etwas anderes trug. Den kläffenden Cicero hielt er im Halsband fest. Einhalt gebot er dem Tier nicht. Stattdessen musterte er mich kritisch. »Sie müssen dieser Hundetrainer sein«, sagte er. Dass viele diesem Mann Arroganz nachsagten, konnte ich gut verstehen. Eine flapsige Antwort verkniff ich mir. Ich wollte ja seinen Unmut nicht gleich noch steigern. Letztlich ging es hier nur um das Wohl des Hundes. Ich stellte mich vor. Darauf ließ der Hausherr mich eintreten. »Lassen Sie ihn ruhig los«, sagte ich mit Blick auf Cicero. »Junger Mann, das kann ich wohl tun, aber dann kann ich für nichts garantieren.« »Berufsrisiko«, erwiderte ich schulterzuckend. »Hunde, die Bellen beißen, nicht, sagt man, das stimmt nicht immer, aber in diesem Fall war ich mir ziemlich sicher, dass Cicero nicht zum Äußersten gehen würde.« Ich ging auf ihn zu. »Was ist denn mit dir los?« Das ist die übliche Frage, die rotzfresche Hunde von mir zu hören kriegen. Dass ich nicht furchtsam verharrte oder gar vor ihm zurückwich, beeindruckte ihn. Er bellte noch 2-3 Mal und nahm dann abwartend Platz. Seinem Herrn schien das nicht zu erfreuen. Er packte ihn am Halsband und führte ihn hinter eine Tür, wo sich sein Büro befand. Dort ließ er ihn zurück. Vermutlich wollte er damit den Eindruck erwecken, dass er mich vor einer Bestie beschützte. Einen gewissen Hundeverstand wollte er mir wohl nicht zugestehen. Inzwischen war auch Frau Heisterkamp zu uns gestoßen. Wir standen immer noch in der Eingangsdiele. »Wollen wir nicht ins Wohnzimmer gehen und dort alles besprechen?«, fragte Frau Heisterkamp mit gequältem Lächeln. Überhaupt, sie wirkte sehr nervös. »Das wird vielleicht nicht nötig sein«, meinte ihr Gatte selbstzufrieden. »Ich werde dem jungen Mann sagen, wie ein Hund für mich zu sein hat. Wenn er dem nicht zustimmt, sind wir gleich schon fertig.« Mochte sein, dass dieser Mann in seinem Job ein Ass gewesen war. Ich verspürte trotzdem wenig Lust, auf diese Weise mit mir umspringen zu lassen. Nur seiner Frau zuliebe hielt ich mich zurück. Noch. Stattdessen sah ich den Anwalt nur fragend an. »Ein Hund«, begann dieser im Tonfall eines Plädoyers, »ein Hund ist sowohl ein Freund als auch Helfer des Menschen. Wer einen Hund fürs Sofa braucht, bitte sehr. Diese Entscheidung trifft jeder für sich selbst. Ich hingegen brauche keinen Hund fürs Sofa. Der Hund soll mein Haus, mein Grundstück und die meinen bewachen und beschützen.« »Was starren Sie mich so entgeistert an, junger Mann? Habe ich Ihrer Meinung nach etwas Falsches gesagt?« »Ich starre Sie nicht an, Signore. Ich folge nur aufmerksam Ihren Worten und stimme Ihnen durchaus zu. Ein Wachhund sollte unbestechlich sein. Aber bitte reden Sie nur weiter.« »Cicero kennt seine Aufgabe inzwischen. Er macht das, was ich von ihm verlange. Meine liebe Frau findet sein Verhalten manchmal übertrieben, aber es ist wie im Leben der Menschen. Entweder macht man seinen Job vernünftig oder man lässt es ganz bleiben. Denken Sie als Hundetrainer etwa da anders drüber?« Ich bedauerte all die Menschen, denen er im Laufe seiner Karriere das Leben schwer gemacht hatte. Einen Anwalt wie ihn hatte man besser hinter als gegen sich. Ich für meinen Teil wurde den Eindruck nicht los, er sähe mich auf einer Anklagebank. »Signore, lassen Sie dieses alberne Signore, mein Lieber. Ich weiß, Sie haben italienische Wurzeln, aber wenn es Ihre Absicht ist, mich mit mediterranem Charme zu bezirzen, dann befinden Sie sich auf dem Holzweg. Sie sind hier, weil ich meiner Frau ein Versprechen gab. Und wenn Sie mir nicht bald eine sinnvolle Erklärung geben, warum Ihre Anwesenheit für meinen Hund von Vorteil sein könnte, dann sollten Sie sich wieder auf den Weg machen. Sie haben sicher noch anderes zu tun.« Das reichte.
höfliche Zurückhaltung hin oder her, es reichte. Und wenn er der oberste Richter am Bundesgerichtshof gewesen wäre, so war es nun an der Zeit, ihm klarzumachen, dass er von gewissen Dingen einfach keine Ahnung hatte. Dass es Leute gab, auf die er ruhig mal hören konnte, ohne dass er seinen Dünkel bemühen musste. »Hatten Sie früher schon mal einen Hund?«, fragte ich ruhig. »Was spielt das für eine Rolle? Nein, ich habe bis zur Rente gewartet, damit ich genug Zeit für das Tier aufbringen kann.« »Das hört sich sehr vernünftig an, Herr Dr. Heisterkamp, ist es aber nur bedingt.« Seine Augen funkelten mich an. »Nur bedingt? Was soll das heißen? Einen Sennenhund wie Cicero ist nicht gerade der geeignete Hund für einen Anfänger.« Das Wort Anfänger ließ sich genüsslich über meine Lippen gehen. Der Advokat sollte ruhig wissen, dass er nicht der liebe Gott war. Bevor er erneut einen Giftpfeil aus dem Köcher ziehen konnte, fuhr ich fort. »Wachsamkeit ist gut, aber Cicero ist auf dem besten Weg, ein Beißer zu werden.« Ich konnte mich vorhin selbst davon überzeugen. »Unsinn, er bellt Fremde an, das ist seine Aufgabe.« »Herr Dr. Heisterkamp, wenn ich Ihnen Ihren Beruf erklären wollte, dann würden Sie sich das mit gutem Recht verbieten.« »Vielleicht sollten Sie es umgekehrt auch so handhaben. Ich übe meinen Beruf immerhin schon lange genug aus, um einiges an Erfahrung aufzubieten.« »Und eines dürfen Sie mir gerne glauben. Ciceros Betragen lässt zu wünschen übrig.« Wütend sah er mich an, aber diesmal schwieg er. »Ihre Frau hat mir berichtet, dass er sich auch unterwegs wie ein Mistkerl aufführt.« »Ihr Gassenjargon hat in meinem Haus nichts verloren«, entgegnete er, weil er es nicht gewohnt war, nicht das letzte Wort zu haben. Damit brach er jedoch meine letzte Hemmschwelle, ihm die Meinung zu geigen, und zwar richtig. Für mich war er schließlich ein Kunde wie jeder andere. »Wozu haben Sie sich den Hund wirklich angeschafft, Herr Dr. Heisterkamp? Etwa als Schwanzverlängerung?« Nun fehlten ihm die Worte. Wahrscheinlich fragte er sich gerade, ob er mich richtig verstanden hatte. Auch seine Frau sah mich entgeistert an. »Sie haben im Leben alles erreicht«, fuhr ich fort. »Sie waren erfolgreich in Ihrem Beruf. Sie sind wohlhabend, haben ein prächtiges Haus, ein großes Anwesen. Sie genießen Respekt und Sie haben eine gute Frau, die im Gegensatz zu Ihnen offenbar intuitiv spürt, wenn etwas nicht stimmt. Es ist nicht zu übersehen. Cicero benimmt sich wie ein kleines Arschloch. Menschen anzugehen, die sich dann vor Angst in die Hose machen, das ist nicht das, wozu man sich einen Hund anschaffen sollte. Oder macht sie das geil?« Er schluckte. Sein Kopf war fast so rot wie eine Tomate geworden. Ich schickte ein Stoßgebet Richtung Himmel, dass er keinen Schlaganfall bekam. Aber ich war zu sehr in Fahrt, um noch zurückzurudern. Sowieso ließ sich das Gesagte, selbst wenn ich es bereut hätte, nicht mehr ungesprochen machen. Deshalb setzte ich mein Trommelfeuer fort. »Hunde sind Lebewesen wie wir, sie ordnen sich unter, ja. Aber ein Hund sollte niemals ein Spiegelbild der Eitelkeit seines Herrn sein. Sie waren und sind immer noch ein hohes Tier, Herr Anwalt. Sie genießen die Hochachtung vieler Leute. Sie brauchen keinen scharfen Hund, um das zu bekräftigen, das wäre erbärmlich. Sie brauchen keine Schwanzverlängerung. Noch haben wir es in der Hand, noch können wir aus Cicero einen pflichtbewussten, aber umgänglichen Hund machen. Leider haben Sie keine Erfahrung mit der Erziehung eines Sennenhundes, aber jetzt haben Sie es in der Hand, Sie allein.« Ich war fertig. Was mir auf der Seele lag, hatte ich gesagt. Dr. Heisterkamp sah mich noch eine Weile mit mahlenden Kiefern an. Dann marschierte er ohne ein Wort in sein Büro zu seinem Cicero und schloss die Tür hinter sich. Frau Heisterkamp hatte leise zu weinen begonnen. »So hat noch nie jemand zu ihm gesprochen«, flüsterte sie. Wie ein Vorwurf klang das nicht. Trotzdem ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich es mit meiner Wortwahl übertrieben haben könnte. Aber wer einen Giuseppe Infantino kommen ließ, der bekam eben einen Giuseppe Infantino. »Kommen Sie, wir gehen ins Wohnzimmer«, schlug Frau Heisterkamp vor. »Ich glaube nicht, dass Ihr Mann mich noch hier sehen will«, entgegnete ich. »Das war ja offenbar egal. Kommen Sie.« Ich staunte nicht schlecht. Die Heisterkamps leisteten sich sogar eine Bedienstete, eine freundlich lächelnde Asiatin mittleren Alters. Diese trug uns,
nachdem wir uns einen bereits gedeckten Tisch Platz genommen hatten, Kaffee und Kuchen auf. Die Einrichtung war vom Feinsten, ländlich bis elegant, wenn auch nicht unbedingt nach meinem persönlichen Geschmack. Der Blick durch die Verandatür nach draußen offenbarte einen weitläufigen Pool. Jep, der war schon eher nach meiner Fasson. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gekommen sind, Herr Infantino, versicherte mir Frau Heisterkamp. Bitte verurteilen Sie meinen Mann nicht. Im Grunde ist er in seines Herzens ist er ein... Schon gut, Frau Heisterkamp, Sie müssen nichts rechtfertigen. Er hat nun mal seinen eigenen Kopf. Für seinen Beruf war das sicher ein Riesenvorteil. Auch deshalb hat er es weit gebracht. Blöd war es eben nur für Cicero. Ich hoffe nur, dass nicht jemand ernsthaft gebissen werden muss, bevor mein Mann seine Meinung ändert. Ich nickte und trank an meinem Kaffee. Ihr zu sagen, was für ein Hornochse Ihr Mann in dieser Hinsicht war, hätte jetzt nicht weitergeholfen. Es war ja ganz nett von ihr, mich zu bewirten, aber eigentlich hielt mich nichts mehr in diesem Haus. Plötzlich hörte man eine Tür und kurz darauf stand der Anwalt neben uns am Tisch, begleitet von Cicero, der diesmal friedlich blieb und sich in sein Körbchen neben der Verandatür legte. Einverstanden, sagte Dr. Heisterkamp entschlossen. Womit? Fragte ich verwundert. Sie werden Cicero trainieren. Über den Befehlston sah ich einfach mal hinweg. Gern. Ich werde es tun, sofern Sie mir nicht ins Handwerk pfuschen. Selbst diese nur halbherzig kaschierte Unterstellung brachte ihn nicht mehr aus der Fassung. Sie sind der Trainer und werden es so machen, wie Sie es für richtig halten. Er nickte und wandte sich wieder um. Machen Sie ein paar Termine mit meiner Frau aus. Wir sehen uns, sagte er im Weggehen. Auch seine Frau schien nicht mit dieser Verwandlung gerechnet zu haben. Wie haben Sie das bloß geschafft? Wir lächelten einander zu und ich breitete die Hände aus. Sie sind seine Frau, wenn Sie es nicht wissen. Ich weiß es auch nicht, Signora. Innerhalb von 4 Monaten wurde aus Cicero ein vorzeigbarer Hund, aber wachsam, zwar wachsam und selbstbewusst, aber kein Besucher musste mehr fürchten, von einer launischen Bestie zerfleischt zu werden. Cicero war ein weiteres gutes Beispiel für die alte Hundetrainerweisheit, dass manchmal erst das Herrchen geknackt werden muss, damit der Hund funktionieren kann. Mit dem Herrn Anwalt bin ich am Ende sogar noch richtig warm geworden.